Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin etwas ausgestorben, kann man so sagen. Mein letztes Video war, ja, es war schon etwas länger her, 6 Monate. Und ja, dafür würde ich mich erstmal entschuldigen. Und angesichts dessen, dass meine Tutorial-Videos sehr gut bei euch ankommen, wie ich hier 30.000 Klicks, 27.000 Klicks, ich bin extrem stolz darauf, also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der draufgeklickt hat. Ja. Genau, angesichts dessen, dass sie gut ankommen, habe ich ein neues Tutorial für euch heute. Und zwar, wie man Nintendo 3DS-Spiele auf dem PC spielt. Ich habe sehr lange darauf gewartet, dass so ein Emulator rauskommt. Und deswegen will ich euch den heute auch nicht vorenthalten. Deswegen fangen wir direkt an. Also, zuallererst braucht ihr selbstverständlich den Emulator. Das ist der hier, der Citra-Emulator. Den kann man einfach bei Google eingeben, Citra, und dann kommt da direkt auch Citra Nintendo 3D Simulator. Ihr werdet alles in der Videobeschreibung finden und könnt dann von dort aus direkt draufklicken. Dann, je nachdem, ob ihr einen Mac oder einen Windows habt oder einen Linux, was auch immer, klickt ihr hier auf Download for Windows und dann Download for Windows x64, je nachdem, ob ihr ein 64-Bit-System oder 32-Bit-System habt. Falls ihr halt ein anderes habt, dann, naja, eigentlich sollte es direkt hier kommen. Ich habe halt 64-Bit. Klickt man drauf und dann lädt sie direkt runter. Als nächstes braucht ihr natürlich das Spiel. Das ist, das kann man sich je nachdem, wo man es am liebsten mag, runterladen. Ich mag Portal Realms ganz gerne. Da genau, kann man sich die 3DS-Spiele runterladen, unter anderem auch Wii U-Spiele, Wii-Spiele. Zu dem Wii U-Emulator komme ich auch noch irgendwann in einem neuen Video. Genau, hier hat man halt schon mal die Top der besten Spiele. Genau, halt die meist gedownloadsten wie Spiele. Wenn man seins nicht findet, dann kann man hier einfach mal eingeben, was man haben will. Ich würde hier jetzt unter anderem, keine Ahnung, nehmen wir uns Zelda Majora's Mask 3D. Und dann hat man hier drei Optionen, je nachdem was für ein Spiel ihr habt, ist es immer anders. Einmal Download USA, Download Europe und Download Europe Decrypted for the Citra-Emulator, und das ist der wichtige Punkt. Wenn ihr einen Citra-Emulator habt, dann muss es decrypted sein, damit man es dort spielen kann. Entweder macht man das mit einem anderen Programm oder man lädt sich direkt schon decrypted runter. Hier natürlich, ist es ganz praktisch, dass es hier direkt gibt. Dann klickt man da drauf und dann, genau, dann sagt er hier blablabla, was auch immer, okay. Dann wartet man hier 100 Sekunden, damit man den Torrent-Link kriegt. Genau, dann braucht ihr, WinRAR braucht man glaube ich nicht. Bin ich mir gerade unsicher. Ihr braucht aber auf jeden Fall uTorrent bzw. ein anderes Torrent-Programm. Das könnt ihr auch einfach bei uTorrent eingeben und dann kriegt ihr dort direkt, genau, da kommt ihr direkt auf die uTorrent-Seite. Dann hier holen sie sich uTorrent für Windows, holen sie sich kostenlos, genau. Dann lädt sie schon runter, ich habe es schon drauf, deswegen brauche ich es nicht nochmal zu installieren. Hier 64 Sekunden, bis warten dann noch ganz kurz. Warten. So, nach gefühlten 20 Minuten später kriegt man hier den Download-Link. Wenn man halt die 100 Sekunden gewartet hat, klickt man drauf und dann lädt hier der Torrent direkt runter. Man klickt drauf und genau, dann kann man hier direkt auswählen, wo man es herunterladen will. Das ist jetzt hier 650 MB groß, ist jetzt nicht die Welt. Je nachdem, was für eine Inhaltsleitung ihr habt, ist es langsam, schnell, was auch immer. Dann könnt ihr hier auf Punkt und Punkt gehen und dann den Ordner auswählen. Ich erstelle hier einfach mal einen neuen. Neu. Und Tutorial. Genau, mit Doppelklick drauf, Ordner auswählen und dann okay. Gut, dann lädt es hier herunter. Und genau, je nachdem, was für eine Leitung ihr habt, ich habe eigentlich eine relativ schnelle Leitung. 100.000er, dann lädt es hier jetzt runter und das warten wir dann auch ganz kurz ab. Noch mehr warten. Warten ist toll. Gut, hier kriegt ihr direkt die Meldung, Download abgeschlossen. Und dann steht hier Seeden.
Das wird die ganze Zeit so weitergehen. Ihr geht dann hier einfach auf Stop Torrent und das war's. Genau, ihr werdet hier auch eigene Werbung bekommen, weil es halt eine kostenlose Version von uTorrent ist. Und die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen, deswegen, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch einfach die Vollversion kaufen. Was auch immer. Genau, dann gehen wir auf den Desktop und Son Goku. Genau, Moment, Sekunde. Dann müssen wir hier natürlich noch den C3-Emulator installieren. Einfach mit, einrichten, weiter. Dann lädt es ganz schnell runter, weiter. Nightly, was auch immer, einfach Nightly. Ich akzeptiere, weiter, installieren. Dann, das sind 17 MB, das sind dann in 2 Sekunden fertig. Genau, klicke abschließen, um zu exiten. Genau, dann habt ihr hier den Ordner, wo ihr das Spiel runtergeladen habt. In diesem Ordner habt ihr halt die 3DS-Datei und eine Verknüpfung, die wir nicht brauchen, einfach ignorieren. Dann startet ihr Citra. Dann kriegt ihr hier irgendeine Meldung. Hier im Hintergrund wird auch so eine Eingabeaufforderung geöffnet. Ich weiß nicht genau warum, aber ignoriert das. Aber ihr dürft ihr nicht schließen, weil das Spiel sonst nicht funktioniert. Einfach minimieren. Genau, und dann kriegt ihr hier ein weißes Feld. Ihr geht auf File. Sekunde, da kann man. Genau, man kann auch hier auf Emulation. Configure und dann kann man hier eine Menge Einstellungen vornehmen. Zum einen das Theme, das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Dann halt noch die Region, machen wir einfach Europa. Und Checkup for Update and Stores mache ich nicht. System, dann könnt ihr den Benutzernamen einstellen, genau. Und hier das Geburtsdatum, das ist halt dafür da, falls ihr Spiele spielen wollt, wo halt solche Sachen eingegeben werden. Dann werden die halt automatisch eingegeben. Ihr könnt dann hier einfach irgendwas eingeben, was auch immer. Language, German, Sound, Surround, Stereo, okay. Input könnt ihr dann hier per Controller spielen. Das geht mit einem X-Padder oder mit einem anderen Programm. Dazu komme ich auch irgendwann. Genau, das geht mit einer Software, zum Beispiel mit X-Padder oder irgendeinem anderen Programm. Aber dazu komme ich dann auch in einem anderen Video. Die Einstellungen, die hier eingenommen sind, sind eigentlich okay, mit der Tastatur. Und dann kann man auf Graphics noch gehen. Und dann hier, das ist jetzt der interessanteste Part von allen. Dann habt ihr Enable Hardware Renderer, das lässt alles aktiviert. Enable Vsync, das ist wichtig. Beziehungsweise Limit Frame Rate, weil wenn ihr halt nicht 30 FPS pro Sekunde habt, nee, 30 FPS, Frames pro Sekunde habt, genau. Wenn ihr nicht 30 FPS pro, habt, dann wird das Spiel sehr schnell laufen, außer ihr wollt es. Genau, dann könnt ihr hier die Auflösung wählen, wie das starten soll. Nativ lassen wir so. Und wie das Layout ist, also ob der obere Bildschirm von 3DS der größte sein soll, der untere oder beide gleich, das ist jetzt egal. Audio, Debug, Web, was auch immer. Okay, dann gehen wir auf File, Select Game Directory und dann gehen wir auf unseren Ordner, wo wir das Spiel haben. Das ist jetzt bei Tutorial hier und genau, dann müsst ihr halt auf den Ordner und dann Ordner auswählen. Und dann kriegen wir hier das Spiel. Einfach doppelklicken und ja, sei leise. Zack. Das Spiel startet. Jo. Und dann könnt ihr das Spiel spielen. Genau. Wow. Genau, das war jetzt etwas laut. Ja. So einfach geht das. Viel ist echt nicht dabei, also einfach machen, wie ich es gemacht habe. Einfach alles befolgen und dann sollte es klappen. Da ist nicht viel dabei und es ist relativ einfach. Falls ihr noch irgendwelche Probleme habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche zu helfen, wie ich kann. Und noch so zur Info am Ende. Ihr solltet einen relativ guten Computer haben, um das hier flüssig laufen zu können. Also damit es auch flüssig läuft, braucht ihr einen relativ guten Computer. Damit die FPS konstant auf 30 bleiben, weil wenn es 15 FPS sind, dann ist es relativ ungenießbar und kann es nicht spielen. Genau, das war schon mein Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und nach einer Zeit hoffentlich mal etwas Hilfreiches, was euch eventuell zusagt. Und in dem nächsten Video kommt dann wahrscheinlich der Wii U Emulator oder halt etwas anderes. Also dann, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute, und ciao!